Der Mailänder Dom ist eines der größten Gotteshäuser weltweit und wegen seiner beeindruckenden Gestalt, immensen Fenster und den 4000 Statuen an der Fassade eines der berühmtesten Bauwerke Europas. Sie können die Domterrasse bewundern. Hier können Sie die Madonnina sehen, die das Symbol der Stadt ist. Die Galerie Vittorio Emanuele II. In Mailand wurde zwischen 1864 und 1878 von Architekten Giuseppe Mengoni errichtet. Das Bauwerk hat eine Herzform und verbindet die Piazza della Scala, die Piazza Duomo, die Via Silvio Pellico und die Via Ugo Foscolo mitte in Andern. Die Pinacoteca von Brera ist eine bedeutende Kunstgalerie in Mailand. Sie sieht eine der bedeutendsten Sammlungen von italienischen Gemälden, zum Beispiel von Raffaello und Caravaggio. Mitten auf der Piazza Castello erhebt sich das Schloss der Familie Sforza. Das Castello Sforzesco in Mailand wurde im 14. Jahrhundert auf Wunsch der Familie Visconti erbaut und im Laufe der Jahrhunderte nicht nur als Wohnsitz, sondern vor allem auch als militärische Festung benutzt. Heute hat das Castello Sforzesco einige Museen mit großen Werten. Einer der Schätze ist hier zum Beispiel die unvollendete Skulptur der Pietà Rondanini. Die Kirche Santa Maria delle Grazie in Mailand ist eine sehr antike Kirche. Sie wurde von Donato Bramante im 15. Jahrhundert fertiggestellt.
Im alte speise sal berbezzi das berumte fresco Leonardo da Vincis, das letzte Abendmahl. Während des Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche fast gang zerstört, aber eine der wenigen Mauer, die erhalten bleiben, war dieses Meisterwerk. Die Basilika Sant'Ambrogio in Mailand ist ein wunderschönes Beispiel einer Basilika aus der Romantik, die dem heiligen Patron der Stadt gewidmet ist. Vor der Basilika befindet sich ein Bogengang und die Fassade der Basilika bietet 5 große Bogen und 2 Glockentürme an der Seite. Sie hat eine imposante Säulenvorhalle und einen berühmten goldenen Altar. Das Navidi Viertel ist sozusagen das Herz Mailands. Bekannt ist das aufregende Viertel vor allem für das Nachtleben. Hier ist das Nightlife der Stadt zu Hause. Viele der Restaurants an den Kanälen entlang sind sehr bekannt und empfehlenswert, besonders jene nahe das Naviglio Grande. Die Kirche San Lorenzo befindet sich im Corso di Porta Ticinese. Sie hat 3 Kapellen: San Sisto, San Aquilino, San Ippolito. Im Park hinter der Kirche haben die richtigen Wohnetzen stattgefunden.